Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück im Schrauberparadies und ich rede nicht vom Obi, sondern vom Autowerkstatt-Simulator 2018. Schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir schicke Aufträge haben. Oh, ein DC Typhoon oder Typhoon haben wir auch noch nicht gehabt. Echos Cobra hatten wir auch noch nicht, ein fetter Sportwagen. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles am Start? Der Rest ist alles eher so Stunny. Salem Spectre SR sieht auch ganz schick aus, aber ich hätte gerne hier diesen Echos Cobra, hätte ich gerne. Aber dafür muss ich wahrscheinlich erstmal Platz machen, ne? Die Werkstatt ist einfach voll mit Autos, das ist ja schrecklich. Hat auch nur einen lauten Auspuff, das sollte schnell erledigt sein. Ein schicker Sportwagen, würde ich vermuten. Ja, hat leider... Oh, der ist aber wirklich geil. Den hätte ich auch gerne. Von hinten nicht so meins. Da sieht es so ein bisschen in Richtung Corvette oder sowas. Aber vorne auf jeden Fall sehr schickes Automobil. Fetter Motor drin. So, dann kommt der hier einmal auf die Hebebühne. Und dann schaue ich mal ganz kurz nach dem Auspuff oder was da laut ist. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal dann bei unserem X7 das komplette Fahrwerk und so gemacht. Ich guck mal ganz kurz, ob es die... Nee, ist der Auspuff. Okay. Komplettes Fahrwerk gemacht und dann habe ich mir noch lange habe ich da noch Felgen ausgesucht. Bin immer noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber jetzt lassen wir es erstmal so, wie es ist. Ja, dann können wir heute noch die Sitze und das Lenkrad machen. Dann ist der Wagen fertig, weil leider können wir die Karosserie ja nicht machen. Schade, ich weiß. So, Mittelschalldämpfer, Katalysator, Endschalldämpfer V8. Kriegen wir hin, oder? Das sollten wir mal... Ich wollte nur mal den Wagen angucken, deswegen, das haben wir schnell erledigt. Und zweimal Katalysator, richtig? Ich glaube, zweimal Katalysator. Eine sehr schnell erledigte Reparatur. Ich wollte nur den Wagen mal sehen. So ein fetter Sportwagen. Den hat man ja auch nicht alle Tage in seiner Werkstatt, nicht? So, und dann noch den Cut rein. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon wieder fertig mit der Reparatur, oder? Das war wirklich, glaube ich, nur das. 1380, ja. Also, so schnell haben wir eine Reparatur selten erledigt. Aber, was wir damit bekommen haben, ist, wir haben die 10.000 EP voll. Damit haben wir Level 17 erreicht. Was ja auch schon mal schön ist. Da gibt es nämlich wieder ein Level up. Problem ist also ein bisschen, ja, erst bei Level 30 kriegen wir die Lackiererei. Und erst bei Level 35 kriegen wir hier, dass wir auch Elemente der Karosserie reparieren können. Also, das dauert alles leider sehr lange. Die Sachen kriegt man erst sehr spät im Spiel. So, wir haben natürlich eine ganze Menge geskillt. Was ich ausgelassen habe beim Skillen ist einerseits hier, prüfe Elemente schneller, weil das ist nicht so wichtig. Schneller laufen auch nicht, Rabatt im Shops auch nicht. Dann habe ich hier ausgelassen Profiltiefenmesser für Reifen. Habe ich bisher nicht gebraucht, deswegen weg damit. Was man jetzt mal skillen könnte, wäre montiere und demontiere Bauteile schneller. Ansonsten haben wir noch hier die Möglichkeit, den Benzindruckregler, Zufuhr von Kraftstoff, also wahrscheinlich Kraftstoff, Treibstoffpumpe und sowas. Aber das, ja... Das sehe ich auch so. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal hier montiere und demontiere Bauteile 100% schneller skillen. Und bei Level 20 kriegen wir dann auch wieder neue Sachen. Schneller laufen, schneller schrauben, schneller prüfen. Da können wir hier noch ein paar Sachen verteilen hier unten und dann geht es hier in Richtung coole Sachen. 95% Erfolgschance. Und ja, irgendwann ist man dann Level 30. Aber das dauert noch. Wir sind gerade mal Level 17 und wir brauchen jetzt auch, glaube ich, immer mehr EP für die Level. Deswegen, ja, tolle Sache. So, haben wir mal eben ein Kundenfahrzeug gemacht. Jetzt hätte ich natürlich Lust, auch den Mustang mal eben zu machen hier. Ein bisschen Kundenfahrzeuge mal zu machen. Andererseits sollten wir einfach mal den X7 fertig machen, oder? Haben wir ja jetzt viele Folgen dran rumgebastelt an dem X7, dann wäre es eigentlich ganz nett, den auch wirklich abzuschließen. Es ist halt schade, dass wir ihn nicht komplett abschließen können. Das wird mich jetzt die ganze Zeit ärgern, dass ich da nicht den auf 100% bringen kann, weil wir halt 35, beziehungsweise Level 30 für die Lackiererei, aber wir müssen halt mega hohes Level haben. Das ist halt echt ärgerlich. Man kriegt die Vorscheunenfunde schon so früh freigeschaltet. Ach so, den habe ich gar nicht auf den Parkplatz gestellt, ich Idiot. Stimmt. Den habe ich ja auf den Diagnosepfad gestellt. Man kriegt so früh die Scheunenfunde und kann das Auto aufbauen und dann hat man halt so ein Auto aus Fleckenteilen, weil du die nicht lackieren kannst. Ich finde, dann sollte man zumindest für viel Geld den irgendwie bei einer anderen Werkstatt lackieren lassen können oder so. Ja, dass man zumindest nicht so ein Fleckenauto hat. Das wäre doch wenigstens schön. So, Diagnosepfad war nur, damit er mir aus den Füßen ist. Wir bewegen den... zurück auf den Parkplatz, Eingang zu Shop A. Denn jetzt, wo die technische Seite komplett auf Vordermann gebracht ist, kommt jetzt noch der Rest des Autos. Wir bauen einmal alle Karosserieteile ab, die man abbauen kann. Also Lampen, Motorhaube, Seitenteile, beziehungsweise das Seitenteil haben wir ja schon neu gemacht. Türen, Felgen haben wir ja schon neu. Hintere Stoßstange, Lampe rechts, Lampe links fehlt sowieso. So, warte mal, fehlt sonst noch was? Tür noch auf der Seite. Dann die Windschutzscheibe kann raus. Die Heckscheibe kann auch raus, beziehungsweise die ist schon raus, glaube ich, weil die im Kofferraum drin sitzt. Ja, das ist, was halt auch ärgerlich ist, du kannst diesen Hauptkarosserieteil halt nicht austauschen. Ja? Das macht ja auch Sinn, den kannst du halt nur umlackieren. Das heißt, der wird immer orange bleiben und die anderen Teile sind dann alle schwarz. Wenn ich wenigstens die Farbe von diesem mittleren Teil ändern könnte, aber ich kann das halt nicht ausbauen, sondern das ist halt fest verbaut. Die einzige Möglichkeit, um das zu ändern, ist halt, ja, das Auto zu lackieren. So, dann können wir noch die Sitze rausnehmen, rechter Vordersitz. Warte mal. Ich glaube, da muss man irgendwie, Demontagemodus der Inneneinrichtung, genau, da kann ich den rechten Vordersitz rausnehmen, den Rücksitz rausnehmen, den linken Vordersitz rausnehmen und dann auch das Lenkrad rausnehmen. Und ich glaube, damit ist jetzt alles raus, was rausgeht. Scheiben, Sitze, Lenkrad,
Ja, das TL nehmen wir jetzt auch noch ab. So, jetzt ist er quasi nur noch, was man nicht verändern kann. Wie gesagt, die Technik ist komplett grün. Also da sind wir wirklich, da ist jetzt alles top. Ist halt schade mit der Farbe, Mann. Ich würde so gerne das Orange irgendwie ändern. Und ich glaube, man kann auch beim Innenraum halt nicht die Armaturen oder so ändern. So, jetzt schauen wir doch mal nach Sitzen. Haben wir noch gar nicht bisher Innenausstattung. Haben wir noch gar nicht bisher... Oh Gott, das Lenkrad ist gut hier. Rückbank, Rückbänke, Vordersitze. Muss ich dafür... Kann ich nur bei speziellen Autos spezielle Sitze oder kann ich da theoretisch... Also es gibt ganz verschiedene Sitze jedenfalls. Den könnte man also quasi neu kaufen und einbauen. Dann wäre der wieder im Top-Zustand. Aber vielleicht kann man ja auch andere Sitze einbauen. Ich finde zum Beispiel auch den hier ganz schick. Dann natürlich so ein Rennsitz. Warte mal, wollen wir hier sowas? Ich hätte ja fast Lust. Warte mal, versuchen wir, ob wir den einbauen können. 500 halt notfalls verschenkt. So, dann muss man auf Demontage der Inneneinrichtung und dann auf Montagemodus. Linker Vordersitz. Ach, da habe ich sogar verschiedene auf Lager. Guck mal, der Sitz vom AX7 ist sogar noch bei 88%. Aber ich könnte jetzt hier auch einen Sitz 11 Leder A einbauen. Das wäre halt dann so ein richtiger Rennsitz. Und ich glaube, das finde ich cooler. Wir bauen einen Rennsitz rein. Und lassen den Beifahrersitz und die Rückbank raus. Dann hat der ein bisschen Gewicht gespart, oder? Vielleicht bauen wir schon eine Rückbank rein. Rücksitz Egg 7, Leder 1. Hinten ist halt nicht viel Platz, ne? Dann bauen wir den zumindest neu rein. Mein Gott, dann kommt ein Rücksitz rein. Das ist kompliziert. Man muss hier drauf, dann muss man hier drauf und dann kann man es einbauen. So, der andere hatte 76, dann bauen wir das komplett neu rein. Ihr seht ja, da ist nicht viel Platz zum Sitzen. Also wenn man im Egg 7 hinten sitzt, dann sehr reingekuschelt. Ich könnte auch unterschiedliche Sitze einbauen, wie ihr seht. Das könnte man auch tun. Rechter Vordersitz, Rennsitz. So, dann hat der Wagen halt jetzt solche etwas sportlicheren Sitze, so richtige Rennsportsitze quasi fast schon. Hinten ist eine Rückbank drin, eine neue. Und dann fehlt noch ein Lenkrad. Da kann man sich natürlich jetzt auch noch was aussuchen. Man kann natürlich sowas Oldschool-mäßiges machen. Wir können ein originales Mazda-Lenkrad einbauen. Man könnte hier so ein Holzlenkrad bauen oder was sportlicheres vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob ich zum Beispiel ein Lenkrad von einem anderen Auto reinbauen kann. Das müsste man jetzt ausprobieren. Theoretisch würde sowas hier passen, so mit Metall in der Mitte. So baut man ja schon mal ganz gerne bei solchen Tunern. Wir versuchen mal, das Lenkrad einzubauen hier. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Wir probieren es aus. Warte mal. Demontage, Montage, Lenkrad. Das geht, jawohl. Das ist so ein bisschen so für Drifter-mäßig so ein größeres mit... Warte mal, wir können es ja auch hinsetzen. Ja, doch, das finde ich gut. Inneneinrichtung, die Sitze sind schön. Lenkrad gefällt mir gut. Ist halt schade, dass wir nicht alles noch irgendwie modifizieren können. So, dann brauchen wir die ganzen Karosserieteile. Und der Wagen wird halt gleich größtenteils matt-schwarz sein, weil es nicht lackiert ist. Und dann zwischendrin orange. Es sieht halt scheiße aus. Ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir sehr leid. RX7. So, wir kaufen quasi fast alles neu. Heckscheibe. Hintere Stoßstange. Kofferraum. Linke Vordertür. Linker Scheinwerfer. Linker Seitenspiegel. Linkes Rücklicht. Motorhaube. Rechte Vordertür. Rechter Scheinwerfer. Rechter Spiegel. Rechtes Rücklicht. Vordere Seitenscheibe. Vordere Seitenscheibe. Vordere Stoßstange. Vorderer rechter Kotflügel. Die vordere linke habe ich ja. Windschutzscheibe. Und das war's, glaube ich. Und dann bauen wir zumindest alle Teile noch neu wieder dran. Und dann mehr geht dann an dem Auto jetzt momentan nicht. Die Teile waren nicht in unnormal schlechtem Zustand. Ja, 85 ist ja okay, aber wir bauen... Wenn schon Scheiben, dann komplett neu. Das bisschen Geld gebe ich dann auch noch raus hier. Kofferraum 72, da bauen wir lieber 100 rein. Es ist halt dann ein Fleckenzwerg, mein Gott. Es regt mich auf, aber ich kann es nicht ändern. So, 100% hinten. Linkes Rücklicht. Rechtes Rücklicht. Die waren auch okay vom Zustand her. Ich meine, wenn der ganze Wagen in dieser Farbe wäre, wäre es ja wieder geil. Aber du hast halt zwischendrin diese orangenen... Ach Mann, ey. Ist aber auch gemein, dass sie einen das schon machen lassen. Diese Autos wieder aufzubauen, so früh, wenn man noch gar nicht lackieren kann, bis man so und so viel Level weiter ist. Von vorne zumindest ist er ja dann komplett matt. Nur die Mittelkarosserie ist halt orange. Es ändert halt nichts daran. Wenn der ganze Wagen so aussehen würde, hätte es ja auch wieder was, so ein matt-schwarz. Ich würde den zwar trotzdem in einer anderen Farbe lackieren. Innen ist alles neu, außen ist alles neu. Reifen und Felgen sind neu. Fahrwerk ist neu, Motor ist neu, alles ist neu. Und damit haben wir zum ersten Mal ein Auto komplett von kompletter Rostlaube bis zu komplett perfekter Wagen aufgebaut. Und der Wagen hat jetzt auch einen Wert von 53.621. Wir haben damals bezahlt, was haben wir bezahlt, 18.000 oder sowas und dann natürlich die ganzen Teile. Ich glaube aber trotzdem, dass wir weniger ausgegeben haben, als wir jetzt für den Wagen kriegen würden. Obwohl, ich weiß es nicht genau. Doch, ich glaube schon. Und für die Restaurierung würde man außerdem nochmal 3.700 Bonus kriegen. Ich glaube, man kriegt noch mehr Bonus. Sogar recht viel Bonus, wenn alle Teile 100% sind. Aber ich habe ja extra halt nicht alle Teile 100% genommen, weil ich ja auch reparierte Teile und so genommen habe. Wir werden den Wagen sowieso erstmal nicht verkaufen, sondern behalten den. Ich werde jetzt noch eine Probefahrt machen, beziehungsweise was wir jetzt machen. Noch besser. Oh, wir haben auch wieder einen Schuppen. Noch besser ist, wir gehen auf die Rennstrecke.
Ja, der hat ja Sportreifen drauf, der hat, wir waren noch nie auf der Rennstrecke, wir schauen uns mal an, was man da machen kann. Ich glaube, man kann nur alleine über die Rennstrecke fahren, das ist so wie die Probefahrt im Endeffekt. Da machen wir noch die beiden Kundenfahrzeuge fertig und dann geht's an den Mustang oder an den Dodge. Ich weiß noch nicht genau, welches Auto ich danach restaurieren möchte. Ich sag's übrigens jetzt auch hier schon mal, diese Woche werden wahrscheinlich sehr wenig, wenn überhaupt, Videos kommen, weil Gamescom ist und weil ich dann nicht zu Hause bin und so. Nur, dass ihr vorgewarnt seid. Ja, alles klar, Wegzieher. Also sportlich ist er jetzt auf jeden Fall. Oh, Kollege, ein bisschen auf der Strecke bleiben wäre schon schön. Eieieiei, der will aber auch quer gehen, der Kollege, ha? Huh? Mann. Also man kann, im Endeffekt ist es einfach nur wie die Teststrecke. Nur halt als Rennstrecke. Du hast keine Gegner oder so, du fährst keine richtigen Rennen, das wäre natürlich auch lustig. So, man fährt einfach alleine über die Rennstrecke. Na gut, okay. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Oh, neues Auto direkt kaputt machen. Ah, man kann aber Rundenzeiten versuchen. Ich glaube, das ist auch ein Sinn. Man kann versuchen, möglichst gute Rundenzeiten zu kriegen. Meine erste Runde ist jedenfalls schon mal grausam. Gut, ich fahre jetzt auch mit Tastatur. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber... Boah, diese Kurven, ey. Hör mir auf. Ich meine, das ist für mich einfach eine andere Teststrecke. Man kann halt hier mal ein bisschen mehr Teststrecken fahren, ohne dass man dann irgendwelche Teile am Ende weiß. Man kann einfach ein bisschen Rundenzeiten versuchen und sieht dann am Ende, ob der Wagen jetzt schnell ist oder nicht. Oh, 220. Das ist tatsächlich gar nicht so langsam. Ich versuche jetzt mal ein bisschen besser hier auf dem... Ja, okay. Soviel zu dem Thema. Es ist aber auch wirklich schwer mit der Tastatur. Du lenkst einmal in die andere Richtung und der Wagen, du verlierst ihn halt, weil der kompletten Lenkeinschlag macht. Ja, es wird schon besser. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Wie der Wagen sich handelt, wie die Rennstrecke überhaupt abläuft vom Verlauf her. So, es geht wieder auf die Gerade und jetzt ist erst die Minute voll. Das heißt, auch die dritte Runde dürfte wieder schneller werden als die ersten beiden. Und dann machen wir noch eine und dann gucke ich mal, ob ich da noch was Besseres rausholen kann. Yo, 1:09. Hör mal, langsam wird das hier ja was mit den Rundenzeiten. Die nächste Runde ist eine 1:07 und es wird immer besser. Irgendwann werde ich hier noch unter einer Minute landen, ich sag's euch. Man gewöhnt sich langsam so ein bisschen auch an die Schaltpunkte, beziehungsweise an die Bremspunkte, wann man wie bremsen muss. So, und das wird jetzt noch eine neue Bestzeit hier, oder? Ja, 1:06.518. Also ich bin mir sicher, man kann mit dem Auto auch unter eine Minute kommen. Aber ich tue mich da mit der Tastatur sehr schwer, das ordentlich zu lenken. Auto fährt sich aber gut, kann man nichts gegen sagen. Finde ich echt nicht schlecht. Rennstrecke ist halt im Endeffekt doch nur eine längere Teststrecke, die dir keine Prozente für deine Autoteile gibt. Also wirklich Rennen fahren kann man da nicht. Man kann natürlich Autos vergleichen. Man kann vergleichen, bringt es was, die Reifen zu wechseln und so. Aber man muss am Ende des Tages auch sagen, das Handling im Spiel ist halt auch nicht so geil, dass es irgendwie Bock machen würde, da jetzt ewig viele Runden auf der Rennstrecke zu fahren. Aber damit ist unser EX7 halt wirklich fertig restauriert. Es war mir eine Freude, dass ihr mit dabei wart. Und wenn wir dann irgendwann in 3 Milliarden Parts auch noch die Lackiererei freischalten, werden wir dem noch einen schönen Lack verpassen. So, was machen wir jetzt? Haben wir noch Zeit? Machen wir erstmal den Roadster hier. Was hatte der für Probleme? Ah, der hat auch so viel, ne? Meine Güte. Geht der Wagen denn an? Es wäre schon mal wesentlich einfacher, wenn der Wagen angeht. Oh, er geht an. Das ist gut. Dann machen wir zumindest mal den Check und gucken mal, was denn alles so kaputt ist. Das war der Kollege, der da nach der Party in den Parkdeckel gefahren ist mit dem Cabrio von seinem Schwiegervater. Dann machen wir zumindest schon mal eben den Check-up und gucken, was alles kaputt ist. Ich vermute mal, dass viel Aufhängung dann zu tun ist wahrscheinlich. Auspuff vielleicht auch. Ich weiß nicht, was der sich da unten alles abgefahren hat, aber... So diese Richtung würde ich mal vermuten. Okay, ist anscheinend auf der linken Seite ist er anscheinend durch einen Gullideckel. Rechts ist nämlich alles in Ordnung. Wahrscheinlich nur die linke Seite dann kaputt. Ja, linke Seite hat ordentlich was abbekommen. Der ist einfach mit einer Seite links durch den Gulli so bam bam mit beiden Reifen einmal durch und Aufhängung ist kaputt, Bremsen sind kaputt. Und die andere Seite ist in Ordnung. Ja, okay, sehr schön. Ich denke mal, motortechnisch brauchen wir wahrscheinlich gar keinen Test mehr. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kaputt ist. Ich sehe ja vor allem auch mit dem bloßen Auge jetzt schon da den Auspuff und die
Aufhängung und so. Man muss einfach die eine Seite, komm, der Motor ist okay. Es liegt nicht am Motor. Der Wagen kommt auf die Hebebühne, wir machen den mal eben fertig, komm. Und dann müssen wir einmal die ganze linke Seite quasi abnehmen. Da hat er die Aufhängung komplett, die Felgen sind auch. Also das eine Seite muss man halt neu machen. Ja, ja, auch die Bremsen. Also ich weiß nicht, wie er es dann schafft, beim bisschen Gulli fahren sogar noch den Bremssattel und alles kaputt zu machen, aber hat halt einfach die Seite einmal zerlegt quasi, ne? Ah, das Rattenarmlager hat er heile gelassen. Das hat er nicht kaputt bekommen. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, aber bis zum Achsschenkel. Das heißt, du musst sogar das natürlich abnehmen. Du musst oben das abnehmen. Du musst die Feder abnehmen. Alles muss ab, sonst kommst du da nicht dran. Außerdem die Spurstange muss ja eh auch raus. Ja, immerhin. Also man muss zwar komplett, aber halt nur wenigstens auf einer Seite. Immerhin nicht beide Seiten. Und wir machen jetzt auch nicht viele Kundenfahrzeuge. Ich mache mal die beiden halt, die ich jetzt hier schon stehen hatte, fertig. Aber ich will jetzt nicht zu viele Kundenfahrzeuge machen. Wir werden ein bisschen was machen hier, ein bisschen Kohle auch wieder reinkriegen, dass wir so wieder Richtung 100.000 gehen vielleicht. Und dann werden wir aber auch mal den nächsten vom Parkplatz in die Garage holen und den Motor rausnehmen und so weiter. Ich denke mal, das nächste ist dann, ja, was machen wir denn als nächstes Auto? Wir haben ja drei zur Auswahl. Die Frage ist, welchen wollen wir tun? Machen wir einen Dodge oder machen wir den Mustang? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, worauf ich Bock habe. So, leider muss man immer die kompletten Arme abnehmen, wenn man an das eine dran will. Anders geht's nicht. Aber die müssen wir ja sowieso rausnehmen. Und dann musst du auch hier den Stabilisator abnehmen, sonst kommst du nicht an das Achsschenkelgehäuse dran. Und dann ist das Achsschenkelgehäuse ab, wenn die Gummilagerbuchse weg ist. So. Ich glaube, dass das alles ist. Ich denke nicht, dass da noch Teile fehlen. Wartet mal. Ja, ein Bauteil nicht gefunden. Aber ansonsten haben wir alles. Ach, ich sehe, was das eine Bauteil ist, der Kühler vorne. Ja gut, das sind dann so Sachen, das ist dann gemein, weißt du? Alle Teile sind da und dann ist vorne noch der Kühler, aber den habe ich ja jetzt schon entdeckt. Insofern, so gemein ist es dann doch nicht. Ich denke mal, das ist auch an sich jetzt nicht so, das dauert nicht so lange. Ich weiß ja, was zu tun ist. Lange dauern die Reparaturen, wo du nicht weißt, was Sache ist. So, fangen wir mal an. Man muss ja irgendwo starten. Gelenkschutz der Vorderachse. Achso, ich könnte natürlich mal schauen, ob wir irgendwelche Teile reparieren können. Versuchen kann man es immer mal. Und da sind sogar einige Teile dabei. Die vordere Radnabe bringen wir auf 73. Warte mal, wie viel Prozent will der Kollege denn? Ich will es ja jetzt nicht höher bringen als nötig. Was? 100%? Oh. Also müsste ich beim Reparieren schon auf 100 kommen, wenn es irgendwie noch verwendet werden soll. Ah, das hat geklappt sogar. Ich mache einfach einmal alles durch und dann sehe ich ja, was geklappt hat oder nicht. Ich kann mir, glaube ich, schon mal ein paar Gummilagerbuchsen kaufen. Da werden wir wahrscheinlich einige von brauchen. Gummilagerbuchsen, ich habe ja schon mal gesagt, man sollte davon eigentlich so ein Lager haben von 20.000 Stück irgendwo, die einfach, das einfach niemals leer geht, weil die braucht man so viel, gerade bei Aufhängungssachen. Jedes einzelne Teil brauchst du mehrere von diesen Kack-Gummilagerbuchsen. So, dann baue ich schon mal den Stoßdämpfer zusammen. Zack, 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 machen wir vorne schon mal fertig. Währenddessen kann ich schon mal hier den Gelenkschutz der Vorderachse kaufen. Eigentlich ja auch keine krasse Reparatur. Aber ist halt ein Story-Auftrag und die geben ja ganz gut EP. Deswegen mache ich den gerne. So, vordere Radnabe haben wir noch auf 100. Ich weiß nicht, ob die heile war oder ob ich die jetzt operiert habe. Eins von beiden wird sein. Radnabenlager 89. Da weiß ich aber nicht, das musste auch nicht ausgetauscht werden. Deswegen, ich glaube, dass es trotzdem okay ist. Dann auch die Antriebswelle. Ach so, nee, die musste auch. Hat er auch zersägt. Wie hat er das denn geschafft? Wirklich alles auseinandergenommen da, der Kollege. So, vordere. Ich meine, wenn wir auch wieder ein bisschen Geld brauchen, wir können auch einfach, das haben wir. Wir können auch einfach nochmal ein bisschen auf den Schrottplatz gehen, ein paar Teile finden und reparieren und dann verkaufen. Das kann man alles machen. So, ich glaube, die Bremsscheibe darf ich nochmal verwenden, ne? Ich muss jetzt mal schauen gleich, welche Teile er erkannt hat. Und welche Teile ich quasi wieder einbauen kann, die vom Wagen waren. Ach, guck mal, ja, da noch zwei Gummilagerbuchsen erkannt, die auch raus müssen. Ist super, dann spart man sich das Gesuche. Meistens, wenn man irgendein Teil vergessen hat, ist es eine Gummilagerbuchse. Und die Felge will er ja dann wahrscheinlich auch neu haben. Ja klar, die Felge will er auch neu haben. Die hat er sich ja auch zersemmelt. Toll, hast du gut gemacht, Kollege. Hast du wirklich gut gemacht. So, das Achsschenkelgehäuse kann schon mal rein. Der war noch in Ordnung, den müssen wir nicht reparieren. Der hintere Stoßdämpfer Typ A, den müsste ich dann auch einkaufen. Den hinteren Querlenker am oben, den haben wir noch. Der war okay. Da war gar nichts kaputt. Ja, Story-Auftrag hin oder her. Die ist eigentlich schnell gemacht, glaube ich. Deswegen machen wir die noch eben fertig. Hintere Feder war noch in Ordnung. Und dann, gibt es beim nächsten Mal ein bisschen... Ja, ich weiß noch nicht. Ihr könnt natürlich auch mal schreiben, welches Auto ihr gerne sehen wollt von denen, die wir haben. Ich weiß noch nicht, auf welches ich Bock habe. Dodge Challenger, Dodge Charger, vielleicht doch den Mustang. Wahrscheinlich entscheide ich dann trotzdem spontan danach, worauf ich gerade Bock habe, aber... schreibt's trotzdem mal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann muss noch hier der hintere Querlenker haben, den habe ich schon. Dann machen wir noch den unten da, den machen wir auch noch. Ich glaube, dann haben wir auch schon das meiste. Dann müssen wir noch vorne den Kühler neu machen und dann sind wir durch hier.
Gummilagerbuchse rein. So, schauen wir mal ganz kurz. Was fehlt jetzt noch? Der vordere, warte mal, hinteres Domlager? Belüftete Bremsscheibe? Bremsscheibe? Habe ich jetzt doch die falschen Teile wahrscheinlich benutzt, die er nicht haben will, die von der Qualität her nicht ausreichen, weil der will ja 100% haben. Der Kollege. Ja, ja, die Bremsscheibe darf ich nicht. Die darf nicht 90% haben, die muss 100% haben. Er will keine Ersatzteile haben. Wenn er so einer ist, ja, der es drauf anlegt, der guckt dann unter das Auto. Also, die hat aber da einen leichten Kratzer, die Feder, die möchte ich nicht. Genauso beim Domlager, Alter. 90% habe ich hier. Ich habe einen Top-Zustand, einen Teil für ihn, weißt du? Und er sagt sich, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte ein Neuteil haben. Ich hätte sie mir auch günstiger verkauft, aber nee, möchte er nicht. Verwöhntes Pack, meine Kundschaft, ich sag's euch. Na gut, ist natürlich auch der Wagen vom Schwiegervater, den er da geschrottet hat. Insofern kann ich schon verstehen, dass er da wirklich nur beste Teile dran bauen möchte. Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Insofern zahlt er da lieber ein bisschen mehr und lässt alles neu machen. Man kann seinem Schwiegervater besser erklären, dass man den Wagen geschrottet hat, wenn man alles mit komplett Neuteilen hat reparieren lassen und die Kosten übernimmt. Dann kann man das besser erklären. So, warte mal. Ich glaube, vorne musste noch die Bremsscheibe doch noch ausgetauscht werden. Kostet ja auch nicht die Welt und der Kunde zahlt. Soll mir dann auch egal sein. So, das machen wir da ran. Und die Felgen muss ich dann nochmal neu beziehen. Ich mache aber schon mal hier die Dings runter. Wir müssen da mal schauen, was für Felgen der hatte. Und dann mache ich schon mal ganz kurz den Kühler noch. Motor an sich ist ja in einem schönen Zustand, aber hier der Kühler muss ausgetauscht werden. Den hatte ich schon neu gekauft und das Gehäuse hier war noch in Ordnung. Ich glaube, das war das Teil, was er noch nicht gefunden hatte. So, können wir da das Häkchen wegmachen. Da können wir Sterne wegmachen. Es fehlt nur noch Felge. Ja, und dann sind wir fertig. Seht ihr? Schnell erledigt. Ich werde heute Nacht Albträume haben von meinem Mazda, der nicht lackiert ist. Aber ganz ehrlich, ihr müsst auch mal sagen, liegt das nur an mir? Ich finde, es ist komisch, dass du halt so früh die Scheunenfunde kriegst und die Autos wieder aufbauen sollst, aber dann nicht lackieren kannst. Das macht doch irgendwie... Das macht ein bisschen aggressiv, finde ich. Man will dann auch nicht so ein Fleckenauto haben, sondern will dann wirklich ein schönes Auto haben. Zwei Stück. 420. 420. So, dann... Nee, das ist falsch. Wollte keine Mazda-Felgen drauf machen, sondern diese hier. Und ich will ihm auch keine neuen Reifen drauf machen, der kriegt seine alten wieder. Nur weil ich noch neue Reifen im Inventar habe, musst du keine neuen verbauen. Hier, die kann er wieder haben. Ich bin aber halt jetzt auch schon immerhin Level 17. Ich finde, das ist gar nicht schlecht eigentlich. Können wir den währenddessen schon mal auswuchten? Das ist Multitasking, meine Freunde. Alle Maschinen laufen und arbeiten für mich. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage ins Video, dann könnt ihr abstimmen. Mustang, Dodge Charger, Dodge Challenger. Die meisten werden wahrscheinlich den Unterschied zwischen Charger und Challenger nicht mal wissen, deswegen ist dann auch egal. So, Wuchtung Nummer 2. Dann kann ich den einen schon mal wieder dran machen. Und dann ist das hier geritzt. Fertig. Gibt auch nicht so richtig viel Kohle für. Dafür, dass es ein Story-Auftrag ist, ich hätte mir gewünscht, da gibt es ein bisschen mehr Geld für. Aber war halt auch dafür zu schnell erledigt, ne? Was kriegen wir? 5300. Na gut, und ausnahmsweise mal keine Teile vergessen. Dann haben wir jetzt hier noch ein Kundenfahrzeug, ein Mustang. Den würde ich auch noch fertig machen, dass wir die Garage mal leer haben. Und dann schauen wir mal. Dann ist nämlich alles hier wieder frei. Und dann gucken wir auf unserem Parkplatz, worauf wir Bock haben. Vielleicht nehme ich schon mal wieder was Neues an. Jetzt wollte ich gerade überlegen, ich mache mal die Garage frei. Jetzt habe ich schon wieder Lust auf neue Aufträge. Der nächste Story-Auftrag ist ein Bo Chapman. Guten Tag. Ich hatte einen kleinen Unfall auf der Schnellstraße. Ein LKW hat mich von der Straße gedrängt. Ich weiß, dass das Auto nicht im besten Zustand ist, aber ich habe zurzeit kein Geld für einen neuen Wagen. Hauptsache, die Karre fährt. Hat auch schon 400.000 Kilometer gelaufen. Reparatur mit Bauteilen mit 100%. Ja, er hat kein Geld für ein neues Auto und die Karre ist nicht im besten Zustand, aber er möchte die Reparatur mit 100% teilen. Alles klar, mein Lieber. Damit sind wir bei Level 17, 10.254 EP, 70.429 auf dem Konto. Wir machen beim nächsten Mal Mustang und bauen einen Motor aus einem meiner Autos raus. Ich bin gespannt, welches Auto. Und wie gesagt, ne, Gamescom-Woche, vielleicht kommt das nächste Video erst in vielen Tagen, nächste Woche, ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. So, lasst ein Däumchen da, wir sehen uns im Car Mechanic Simulator. Euer Walle, einen schönen Tag. Bye, bye.